Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Strafkolonie Online hier. Wir sind heute auf dem Taverndach und wir machen hier eine kleine Schulung für die festangestellten Sammler der Taverne. Wir machen so ein bisschen, Michael hat sich da was ausgedacht und wir werden mal gucken, was er sich so alles ausgedacht hat dafür. Wo ist das Ding hier? Hier ist der Zettel dafür, das Konzept der Sammler und wir schalten uns einfach mal wieder ins Teamspeak. Microphone Hallo YouTube. Activated. Hallo. Hallo. So. Was eigentlich immer beim Login sich vertippt, können das da alle irgendwie öffentlich sehen? Nein. Passwort? Ach so. Nee. Nee. Aber ich habe einmal Schrägstrich jetzt gestern vergessen einzugeben. Nee, eigentlich nicht. Schlimme ist, wenn du das im Spiel machst und stehen Löcher drumherum und ich zum Beispiel switch auf die Truhe und es wird nicht angenommen und ich habe den Strich vergessen, dann kann das natürlich jeder lesen. Danke. Oh, Cammy, was ist denn da los? War was? Nix. Fehlt nicht noch einer? Valentin, Fragezeichen. Es ist 20.35 Uhr. Michael fehlt noch, ne? Ja, ich weiß. Der ist. Ich war gerade auf jeden Fall noch da. Steht der da unten? Ne, unten ist er nicht, aber der war eigentlich hier. Der gewesen. Ist auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall online. Wo ist Michael? Der wollte doch noch seine Ration holen, ne? Oder was? Was ist sein ja, Anteil? Sein Anteil ist auch da. Kann sein, dass er mit zum Feld gegangen ist. Ja. So. Oh. Slash me sieht. Er war ja eben noch hier. Slashmi nimmt, ne, nach dem Leck, nimmt einen Zettel zur Hand. Ah, da rennt Michael. So sitzen eigentlich welche über der Bank, wie geht denn das? Frag mich nicht. Ich renne an Gunnar vorbei, er gemottet. Gunnar macht einen High Five. Twist schlägt im Rennen ein und wir rennen einfach weiter. Slash Ration. Du bekommst keine Ration. Slash Sold. Du bekommst keinen Sold. Slash Sold. Du bekommst keinen Sold. Slash Heal. Du bekommst keinen Heal. Du bist kein Admin. Steht da da. Server. Doppelpunkt. Du bist kein Admin. Ich bin schon Slash Erz. Slash Erz. So nennen wir die großen Vögel. Slash Erz. 1. Ne, 2 geht noch. Slash Erz 2. Der Erzknecht kommt und holt dich. Slash Erz 3. Geht nicht. Ne, geht nicht. Kannst noch Verbrecher und unfähig. Salomonius ist ein Verbrecher. LOL. Was, Ben? Rate, wen ich von mir auf meinem Handy gerade auf YouTube bewundere. Mal überlegen.
Was slash Verbrecher habe ich und was noch slash? Miles ist Miles ist unfähig. Sag dir immer den Unfähigsten des Tages und den Verbrecher des Tages an. Echt? Bei mir ist Taralom der Unfähigste. Bei mir ist Hario unfähig. Was ist das? Jetzt sucht Michael auf Gedeih und Verderb den Valentin. Der ist bei Runegrad. Was will der bei Rune? Bei Rune? Keine Ahnung. Ist Rune online, ja? Das wäre gut, wenn Rune online ist. Ich habe nämlich noch wieder ein paar Pflänzlein. Ich grüße meine Anfängerkollegen, der sich endlich mal einen Charme machen soll. Ja, Ben grüßt seinen Anfängerkollegen, der sich endlich mal einen Charakter machen soll. Ist ausgerichtet. So, slash clear, slash LMS. So. User joined your channel. Yo. Michael, ich hoffe, du hast deinen Zettel parat. Du bist top vorbereitet. Du bist top vorbereitet. Hallo YouTube übrigens. Hallo YouTube. Hallo. Was für King? Was ist denn jetzt? Server Connect? Wenn ich King Kong genutzen so. Wieso ist dein Server jetzt weg? Was ist mit dir los, Michael? Ich bin so. Ich hab rausgetappt, um nach oben zu switchen und dann. Dann der Stern. Dann der Stern geschmiert. Naja. Gerade so. Hast du den Emote von Josef gelesen unten? Ja. Nein, ich kann es gerade. Josef hat geschrieben, Josef denkt bitte nicht schlagen. Helmut denkt, er könnte Josef gerade so packen. Ich stelle mich hier noch ein bisschen rüber, dass ich hier alle so ein bisschen mittig sehe. So, ist das schön. Slash Guard. Parapapaparapa. Michael. So. Deutschland ist Europameister im Handball geworden. Ist das nicht toll? Finde ich gut. Mensch, Twist, du bist aber auch so ein Ignorant, ne? Hä? Hä? Ich sag, du bist so ein Ignorant. Die haben übelst gut gespielt, finde ich. Das war richtig gut. Ja, fand ich auch. Du hast doch gar nicht geguckt. Dadurch, dass ihr in der Taverne arbeitet habt. Familie. Ja, da kommt Valentin schon perfekt. Ja, Zeit, wa? Wir sind La Familia. Genau. Ja, so wie so Pate-Dings, weißt du so. Ich mache ihm ein Angebot, was er nicht abschlagen kann. Richtig. Elmon, ich habe gesagt. Mach das auch noch fertig. Ich habe dir zweimal gesagt, mach das unauffällig. Jetzt muss ich dich leider töten. Du gefährdest unsere Gemeinschaft. Ich glaube, ich muss den Tavernenchef-Posten abgeben. Was? Warum? Weil du der bessere Partner von uns bist. Luigi, ich habe dir gesagt, zweimal mach das unauffällig. Du gefährdest unsere Organisation. Du kannst nicht mehr mein Freund sein. Antonio, kümmere dich um das Stück Scheiße. Oh nein. Verstehst du? Ich bin Marlon Brando. Verstehst du wie? Weißt du wie? Verstehst du? Ne? Oder, wie hat er gesagt? You come to fuck me? I show you I can fuck. Say hello to my little friend. Kennst du? Nein. Scarface, Mann.
am Ende, wo er mit der M16, mit der M16 die Tür mit dem Granatwerfer durchschlägt. Ihr wollt mich ficken? Ich zeig euch, wie gefickt hat. Sagt Hallo, Freunde. Auf deutscher Version ist aber scheiße. Also, ich mache mal den Anfang. Ich heiße. Was ist denn mit dir, Alter? Ja, hey, die kennen sich vielleicht untereinander nicht. Ich will denen nur so ein... Ich bin Michael und ich bin schnapsabhängig. Ja, du bist, ne? Du sagst es, ich hab's genau in dem Moment geschrieben. Anonyme Sammler. Ich kümmere mich um euch Sammler und mein Stellvertreter der Taverne. Was sagt er jetzt zu mir? Was bin ich? Ich bin Wirt. Toll. Ich bin nicht mal Chefwirt. Nee, du kümmerst dich ja auch um die Sammler. Und naja, ich werde schon was schreiben. Ich werde schon was schreiben. Ich bin der Wirtsammler. Du kriegst was hin. Der Wirtsammler. Naja. Und Wirtausbilder, könntest du noch sagen. Das pusht dann noch ein bisschen. Das pusht dein Ego, ey. Ey, ja. Let's go. Da denkt sich jetzt bestimmt so, ey, was geht bei euch ab, Alter? Sagt alle Hallo, Batzko. Das ist unser Reizlieferant. Klingt komisch, ist aber so. Du wirst jetzt Michael bei jeder Pflanze gehen machen. Das ist ein Eichenblatt. Klingt komisch, ist aber so. Das ist eine Waldbeere. Warte mal. Hast du genügend Erz? Ja, ich habe genügend privates Erz dabei. Gut. 600 das heißt, bin ich noch was zustecken können. Nee, ich nehme dann das Erz einfach wieder raus und dann ist gut. Wir sind übrigens auch unter 20, ne? Twist. Ba-da-ba-ba-ba-da-ba. 600 Bündel. Mal 3, ne? Wie weit gibt's denn hier? 600 Bündel. 600 ist gut. 1800. Hey, alle unsere Sammler haben jetzt bisher eine Hose, außer Ben. Ben. Willst du jetzt Schnaps brennen, Twist? Nee, ne? Nee. Gut, weil dann gehe ich nämlich jetzt nicht auf die Truhe, dann muss ich ja wieder schwärzen. Ne? Da habe ich keine Lust drauf. Jetzt kommt Koras auch noch nach oben. Was hat der noch zu suchen? Wird er auch noch Twist sprechen? Junge, Twist ist schwimmen. Was? Was weiß ich denn? Warum bin ich schlimm? Schwimmen! Schwimmen! Hab ich eigentlich meins jetzt schon abgeschickt? Ja, ne? Michael, ja. Ja, du hast es abgeschickt. Na gut. Was macht Koras? Koras?
Der antwortet gar nicht. Ja, ich natürlich gar doch nicht. Doch, jetzt. Ja. Gut. Dreht sich wieder um. Es müsste hell sein. Scheiße, dass Nacht ist. Ich bin Josef, ich arbeite immer da, wo es Arbeit gibt. Als Hauptberuf hier in der Taverne als Sammler. Aber momentan nicht ein sehr guter. Naja. Wer hat das denn gesagt? Josef. Einsicht, Einsicht, Josef, Einsicht! Einsicht! Hey Josef, du bist voll gut, aber. Ich muss einfach sagen, ich bin Josef, bin der Ficker unter den Sammlern, ey. Was wollt ihr von mir? Ja, Mann, was ist mit euch? Ich kenn doch jeder. Du, Josef, du musst dich immer gut verkaufen können, weißt du? Genau. Ja, Mann. Wenn du jedem erzählst, dass du der Beste bist, dann glauben das irgendwann alle auch. Meinst du, wie ich Tavernenchef geworden bin? Ja, er kann eigentlich gar nichts, weißt du? Ja. Außer Schnaps brennen. Aber das kann er gut, weißt du? Er kann nicht viel, aber das, was er kann, das kann er auch nicht, weißt du? Ich kann sehr gut im Lazarett liegen. Was? Was? Ich kann sehr gut im Lazarett liegen. Ja, das kann er, das ist richtig, ja. Das hat er drauf. Wenn er nichts kann, das kann er. Wie sieht's eigentlich mit der Strafe von Dings aus, mit dem Strafwärts von... wie hieß der nochmal? Ja. Was? Doran. Strafernst? Haben wir was gekriegt? Nö. Ich hab nichts gekriegt. Doran muss mir 1000 Ernst geben und Josef was? 500. Und bis wann? Keine Ahnung. Okay. Warum? Also bis heute. Also wenn man sehen, klopft von oben, ja? Find ich gut. Freut mich. So, ich hab hier natürlich auch schon eine Liste angefangen, wer was abgegeben hat. Bis jetzt hat nur Kunal und Josef von mir abgegeben. Achso, ich muss hier noch 25 Waldbeeren aufschreiben. 25 Waldbeeren, da. Weil Kunal ist ein ganz guter, muss ich sagen. Ich habe dir meistens von Michael und Twist abgegeben. Kunal ist richtig gut. Ja, ich, wie gesagt, bei ich weiß mir nicht. 50 Zwiebeln und den ganzen anderen Quatsch. Ich guck meistens immer nur auf die Zwiebeln. Wenn viele Zwiebeln da sind, ist das andere gute Zeug auch dabei. Ich nehme einfach nur und gib dann Erz. Das ist geil, Alter, Michael. Ja, siehst du Twist und dann wunderst du dich, wenn nichts drin ist. Weißt du, du nimmst allen Scheiß. Rabenkraut, Dunkelkraut, oh, davon haben wir 1000 Stück, reicht. Also, ja, Twist, davon können wir nichts kochen. Einmal das ganze Lager vergessen. Ja, wieso können wir davon nichts kochen? Das geht doch. Einmal geht das schon. Können wir verkaufen. Müssen wir halt teurer verkaufen. Einen großen Eintopf mit Rabenkraut, 20 Stück. Ja, das kostet 1000 Erz. Ja, dann nehmen wir den aus, wenn der auf dem Boden liegt. Genau. Ja, Mann, geil. Ein paar leere Feste haben wir doch in der Küche stehen. Oh nein. Nein, hey Twist, wir haben jetzt einen Vorratskeller, da können wir alle reinstecken. So ein Leichenkeller. Ey, den müssten wir eigentlich noch einbinden, ne? Dass man alles da hinhängen, die Zwiebeln aufhängt zum Trocknen und so. Ja, könnte man. Cammy, was machst du eigentlich? Du kannst dich doch um sowas kümmern. Kannst einen Keller unten hin, kannst ein Seil spannen, kriegst eins von mir, ich hab eins. Und dann kannst du die Zwiebeln, jede einzelne Zwiebel bitte aufhängen. Von den 136, die wir haben. Sind übelst wenig geworden, Michael, ne? Aber dafür über 300 Rüben. Läuft. Ich bin Akiro momentan etwas ausgebrannt. Nicht sehr arbeitsfähig. Das wird sich... Was hat er denn? Was? Wer ist arbeitsunfähig? Akiro ist nicht sehr arbeitsfähig. Hat er gesagt, oder was? Hat er gesagt. Ich bin etwas ausgebrannt. Ich bin etwas ausgebrannt und nicht sehr arbeitsfähig. Der ist überzeugt von sich, ey. Der soll ab in See springen. Das Ding ist bei Akiro, das war ein Grund, warum ich den nicht gemocht habe. Der spielt Erschöpfung und Verletzungen richtig krass aus. Also ja, aber so soll's sein, ne? Spielt der das aus. Richtig heftig. So soll's eigentlich sein. Valentin. Schreiner, wie der schreibt. Ich finde das voll interessant. Ich finde das voll geil, wie der andere. Ich heiße Valentin und war im Alten. Schreinerlehrling. Der schreibt so, wie wir Ossis reden. Bischherfand. Außer sammeln jetzt, Bringe ich hier nur Bier. Am liebsten gutes Bier. Wer ist denn Manfred? Valentin. Hä? Warum Manfred? Wieso schreibt Minato Manfred? Ich komme nicht mit. Ich glaube, der hat sich mal so anders so genannt oder so.
Ich hieß ja auch erst für Valentin Hellmann. Dein Ernst? Der kam in die Taverne, ey, bist du Hellmann? Ich so, ja, hast mich erwischt. Ja, das hat er auch bei Michael gemacht. Ja, ich bin Michael, was willst du von Michael? Oder einer hat nach Twist gefragt. Das, dann so, das nee, erklärt natürlich Twist einiges, weil Valentin nämlich zu, nee, weil nämlich einer im RP zu mir kam, dass Valentin meinte, dass ich gesagt hätte, dass ich irgendwas mache. Ich sag, ich war gar nicht da. Doch Valentin hat gesagt, Hellmann hat das gesagt. Ich sag, das stimmt doch gar nicht. Ich sag, ich war überhaupt nicht da. Da warst du das. Jetzt kommt alles raus. Es kommt alles raus. Und ich hab das live auf Band. Ja, ja, Twisty. Da 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 da. Merkt euch die Namen von euch und die Gesichter. Inato steht im Weg. Ich bin Gandalf und Gandalf bin ich. Minato bewegt deinen fetten Arsch. Ah, geil. Wieso läuft eigentlich Minato oberkörperfrei? Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Minato ist nicht sehr würdig heute. Minato wird zurückgedrückt. So, dann fangen wir an hier, Michael. Fass dich kurz. Ich hab nicht viel Speicherplatz, ne? Yo. Bist du jetzt fertig, oder was? Ja, wir müssen doch noch die ganzen Dings da, des Trainings, sagen, dass sie Training noch machen und hier, dass sie die Möglichkeit haben, zum Wirt dann noch aufzusteigen und so ein Zeug. Dann mach das, du hast noch 10 Minuten. Zeig den Daumen nach oben. Geil, wie geht denn das? Was? Die Anni, der hat einfach nur die rechte Hand nach oben gehalten. Nach vorne gehalten. So, Guard Switch 1 und dann Guard. Ja, Guard Switch 1. Und mit Guard 1 machst Guard du Switch dann... Guard Switch 1 zusammen... Achso, ja, stimmt. Jo. Und dann tust du 1 noch in deine Hüfte halten. Ja, geil. Das ist diese Anni so eine Freude macht, ne? Geil, ey. Ihr Jungs, sagt mal, was ist eigentlich im Neuen die Spitzhacken momentan aus? Spitihacke? Eigentlich weiß ich nicht, keine Ahnung. Spitihacken zum Erri fahren. Ich hab den Neuen Hock gesagt, irgendwie, der hätte keine gekriegt, die gern aus oder irgend so was. Dann sind sie wohl alle. Ja. Dann müssen wohl die Schmiede erstmal neue produzieren. So, so. Ja, das Problem ist, wenn, slash me. Oh je. Mach ich das jetzt mit dem Skat-Switch wieder weg? Wie viel war das 100 Erz kriegen die Leichten, gell? Hellmann? Warte. Ich hab immer noch den Daumen, ne? Ja, die Leichten kriegen 100, ja. Thank you.
bin dafür, wir machen Kuna gleich zum Richtensammler. Ja. Weil. Man machen. Ist gut. Der Kunal ist ein sehr fleißiger. Ja, ist er auch. Und das ist ja der, dem ich schon mal was erklärt habe. Geben die Schiffsammler werden, die kriegen nun von 200 Erz und kriegen dann andere Aufgaben, die ich mit dann abspreche. Also, das braucht man ja jetzt nicht so detailliert erklären, solange es noch keiner ist. Ja. Ja. Denkt dran, dass jeder eine Sichel gestellt kriegt und eine Waffe. Jo. Leichte Sammler Rübenschneider, normale Sammler Axt, Schiffsammler Streitkolben. Der Sprung vom Chefsammler zum Wirt ist da nicht weit. Ja. Kann man dann eventuell sogar die Sammler auf Trab halten, dass die dann was machen? Ja, eben. Ja, natürlich. Wie, Helmer, du bist dagegen? Was soll das denn jetzt schon wieder? Ich hab gesagt, natürlich. Du hast gerade gesagt, das ist doch völliger Schwachsinn. Das ist ja völliger Schwachsinn eigentlich, aber ich bin erstmal dafür. Dann ist gut. Ist das schlecht, Mann? Der hat aber gebraucht, um Fahrt zu kommen. Der war ein bisschen länger bei uns. Kunal wird hellhäriger. Ja, Kunal ist der Erste. Definitiv. Der ist gut. Denkt, dass die Roten seine Sichel haben. Die Augen werden groß. So kann man die locken. Ja, ja, Mann. Dann werden die gewirrt und dann hat man gleich alle aufmerksam. What? Was? Wird? Wird? Was? Wer nichts wird, wird wird. Wer gar nichts sagen, wird Kellner. Und ein schlechter Koch ist auch noch ein guter Kellner. Verstehst du? Ja, ja, jetzt kommen die Gastronomenwitze hier raus, verstehst du? Mustert mit skeptischem Blickes die anderen. Jetzt muss Michael sagen, ihr fangt alle bei Null an. Außer Kunal, der ist Sammler. Also das ist auf jeden Fall das, was ich gesehen habe. Der hat mir halt eben schon eine Menge gebracht und ist auch wirklich fleißig. Dass ihr gut arbeiten auch aushelft, wo ihr nur könnt. Darf ich kurz einwerfen, Michael? Ja, klar. Wir halten zusammen die Versammlung an. Du bist meine Unterstützung. Du kannst die ganze Zeit in meinen... Du bist so der Hempel, der immer so ein bisschen dazu... Ja, ja, würde. Natürlich, natürlich. Du bist der Protokollierer. Hattest du das mit den Waffen schon gesagt? Micha? Egal, ich sag's einfach nochmal. So, ich mach erstmal einen Cut. Bis zur nächsten Folge, bis dann. Ciao, ciao. Wollt ihr noch was sagen? Also Penis. Twist sagt Penis, Michael, du. Michael sagt, alles klar, Josef sagt gar nichts, also bis zur nächsten Folge, ciao, ciao.